Jens. Tilo. Wo warst du, als der Euro beschlossen wurde in den 90ern? Ne, warst du noch Student? Ne, ich war Schüler. Also 87 war ja die Diskussion der Delors-Gruppe sozusagen entgegen, hat sozusagen einen Pfad aufgenommen. Und das war die Zeit, in der ich das Abi gemacht habe. Ich bin ja dann relativ direkt nach meinem Abitur nach Frankreich gegangen, habe dort angefangen, Volkswirtschaft zu studieren. Und das war im Grunde die Zeit, an der die europäische Integration auf dem Währungsgebiet ganz intensiv diskutiert worden ist. Und warst du damals der Meinung, so wie das der Euro konzipiert ist, dieses ganze System ist so, wie es sein muss? Naja, das war ja durchaus umstritten, ob die Voraussetzungen erfüllt waren für eine gemeinsame Währungsunion. Und letztlich ist es ja so, wir binden uns aneinander mit einer gemeinsamen Währung, geben ein ganz wichtiges Politikinstrument auf, nämlich die nationale Geldpolitik oder eben den Wechselkurs, wenn man so möchte. Und das erfordert eine gewisse Konvergenz der Volkswirtschaften, aber auch der Wirtschaftspolitik. Und damals gab es ja durchaus auch Zweifel, ob das in ausreichendem Maße bei einigen Ländern auch schon stattgefunden hatte.